Schulterloses Wuch. Ah, okay. Ja, komm, wir legen uns mal lieber hin. Ja, ich weiß, ich könnte eigentlich auch mal meine Leute herrufen, also so als Verstärkung. Ah, das wäre doch zu einfach. Los, Colonel, die Gegend ist gesichert. Okay, Team Rot, ich komme. Ah, das will ich eigentlich nicht, dass die jetzt schon hier... Mir nach! Mir nach! So. Ja, komm, wir lassen die erstmal hier aufrücken. Und mit Bradley werden wir die Umgebung erstmal soweit durchsuchen. Munition aufheben. Ich brauche hier Verstärkung. So, hier geht's scheinbar auch hoch. Artillerie. So, hier kommen wir nicht rein. Wiederhole B1 am Geschützstand. Die sollen jetzt ja noch nicht auf Sektor 5-5. Weitermachen. Ich will erstmal. Wir werden dann erstmal auch abspeichern. Also ich will mich erstmal so ein bisschen umschauen. Finde ich nicht sehr nett, dass die jetzt schon ohne mich weitermachen. Ich brauche hier Verstärkung. Ja, diese Fahrradwagen kriegen die aber auch schon vor. Volltreffer-Geschützstand. Gut gemacht. Team Rot, hier spricht Hauptmann Darabin. Ich sichere jetzt den Hauptplatz. Ich höre es jetzt übelst ballern. Ich habe keinen Bock, dass jetzt irgendwie was passiert, was, was diese Mission beendet. Oder fehlschlägen lässt. Ich sag mal, ich sehe doch jetzt mal irgendwas, oder? Nein. Ich hoffe, dass die nicht unseren LKW irgendwie zerstören. Ja, komm, wir lassen die erstmal hier vorrücken, speichern dann ab und rücken dann auch erstmal wieder erstmal nur mit Schirmen vor. So, wir werden uns mal heilen. So, und machen hier nochmal einen Safe. Ach so. Okay, du bist böser. Ich kann jetzt gar nicht zuordnen, wer zu wem gehört, weil hier scheinen gerade zwei Fronten gegeneinander zu kämpfen. Na komm, wir lassen die anderen auch erstmal hier vorrücken. Position halten! Wir. Gebiet vor uns sichern! Wir haben es fast geschafft! Wir spielen erstmal mit Bradley weiter. Oder erstmal mit Connors. Ich höre schon wieder einen Panzer. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal hier drin um, weil ich vermute mal, dass wir hier vielleicht eine bessere Position zum Schießen haben. Okay, der ist grün. Oder ist das jetzt bloß durchs... Okay. Im Ernst? Da stehen zwei Panzer nebeneinander. Einer, ein Verbündeter und ein feindlicher. Es ergibt eigentlich gerade gar keinen richtigen Sinn. Hm.
So, das andere. Oh, schön. Ich habe es immer noch nicht geschafft, herauszufinden, was überhaupt Tango heißt. Ich habe aber eigentlich auch geschossen. Also, ich weiß nicht, ob... Ja, komm, wir nehmen mal Bradley. Ich hoffe, ich habe gespeichert. Weiß ich gerade gar nicht. Doch, ich glaube. Okay, da muss aber jetzt kaputt sein. Das MG ist schon mal zerstört. Ja, das klingt jetzt so, wie als wäre das was gut. Ey, im Ernst, der Panzer da vorne lebt noch. Ist das dein Ernst? Ey, das ist doch kacke. Ja, ich sehe es kommt, dass wir hier nochmal laden müssen. Du kommst schon durch. Ey, das ist doch kacke. Wir werden angegriffen. Ja, komm, wir laden nochmal. Das ist mir gerade zu blöd. Ich habe schon zweimal auf den scheiß Panzer geschossen. Was soll denn das? Und neben uns, also neben uns, neben diesem Panzer steht ein verbündeter Panzer. Ich verstehe den Zweck gerade gar nicht. Also zumindest den Sinn verstehe ich jetzt gar nicht so richtig. Oder ist er vielleicht unbemannt oder keine Ahnung. So, erstmal mit Connors hier. Dass wir erstmal den Panzer ausschalten. Ach, hier ist noch eine Tür. Ich wette, dass wir den hier irgendwie flankieren können. Ja, komm, die lassen wir mal aufrücken. Es war doch ein Headshot. Ja, komm, 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 komm. Wir werden angegriffen. Kann doch nicht wahr sein. Ja, die haben gesagt Granate, aber ich dachte hier, die hätten den woanders hingeschmissen. Wir liegen unter schwerem Feuer. Also vor uns kamen die nicht so viel, also kam nicht so angestürmt, ja. Ah, ihr sollt doch nicht hinterherkommen. Oh fuck, das war ja einer von mir. Erstmal müssen wir oben nicht sehen, dass wir den Panzer ausgeschaltet bekommen. Vier von aus! Vier von aus! Aber warum steht denn daneben ein verbündeter Panzer? Ich verstehe das nicht. Vor uns sichern. Wir haben es fast geschafft. Hab ich den?
Hey, ist das dein Ernst? Das ist doch nicht... Ey, ich habe jetzt vielleicht 4 Raketen auf diesen verfuckten Panzer geschossen. Ey, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Wir laden nochmal neue. Ey, was soll denn dieser Kack hier? Der ähnliche Panzer, der kaputt gegangen ist, ist mein verbündeter Panzer. Ey, was soll denn das? Es kann doch nicht wahr sein. Ja, komm. Ey, aber wirklich wahr? Wow, was soll denn dieser Stuhl? Ja, hier kommt auch jetzt gleich mal einiger. Das Gewehr ist auf jeden Fall viel besser als das, was wir am Anfang bekommen haben, weil das muss ja so gestreut haben, dass wir ja wirklich nichts getroffen haben. Also. Ah, Mensch, turnt man dann mal nicht vor der Funzel rum. Wir haben es fast geschafft. Team Rot, wir liegen unter schwerem Feuer. Komm, schmeißen wir mal eine Granate rein. Wo kommst denn du her? Also einmal verpisst er sich und dann ist er auf einmal wieder da, also... Vordamm! Amerikanci! Ist nur die Frage, wie wir den Panzer am besten ausschalten. Also, das kann ja nicht so gedacht sein, dass wir hier 5 solche Panzerfäuste benötigen, oder? Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ah, hier sind Verbandskästen. Möchte ich dann schon lieber mit... Oh, hier ist noch einer. Möchte ich dann schon lieber mit Dings aufheben, hier mit... ihr wisst schon. Ich wollte nachladen. Meine Fresse, das haben wir damit Munition ein. Gibt es hier unten irgendwelche Deckung? Das offene Gebiet. Okay. Ich glaube, das haben wir langsam, oder? Also der Panzer ist schon mal hin. Ja, komm. Gebiet vor uns sichern. Wir haben es fast geschafft. Ich finde das, wie gesagt, mit dem Mündungsfeuer so geil gemacht, ja. Genauso auch hier in diesem Modus halt. Das sieht echt geil aus. Wie sieht das denn normal aus?
Ah, okay. Als hätten wir noch nie geschossen im Normal. Also ohne Sichtgerät. Ich würde mal sagen, der Rest dort drüber. Warte mal, Connors holt sich mal noch jemanden ran. Sagen Sherman und Bradley und Jonas, wir werden mal hier zu Fuß weitergehen. Erstmal sammeln wir mal den Rest hier oben ein. Ja, war jetzt nicht seine Waffe, aber draufgeschissen. So. Warte mal, kommt da. Gehen wir mal hier Schirmen. Die Munition. So, zack. Schirmen kann ruhig hier ans Fenster gehen. Und hier erkunden eine Weile mal den Rest der Umgebung. Hier waren wir schon drin jetzt, ey. Ja. Hä? Munition. Sehr schön. War das vorhin schon auf? Ich hab das gar nicht gesehen. Gebiet gesichert. Kommen Sie, Colonel. Okay, Team Rot, ich komme. Noch nicht hier Level beenden. Ich will mich erst umschauen hier. Und Munition aufheben, weil ich denke mal, das war auch noch nicht das letzte Level. Also von dieser Location. Ich dachte, hier wäre was gewesen. Ich kann den Platz sehen. Gleich kracht. Ich brauche hier Verstärkung. Boah, die aber auch nicht warten können. Die müssen immer sofort vorrücken. Ah, sehr schön. Ja, komm, sammelt das ein. Ja, komm, rückt mal alle hierher auf, weil für Connors ist noch ein bisschen was. Alter. Hier Verstärkung. Ja, kommt jetzt mal alle hierher. Ich hoffe, dass die mir jetzt nicht oben hier den LKW zerstören, ey. Das wäre nicht sanet. So, Connors holt sich jetzt mal hier noch die APG-7. Wo auch immer die war. Hä? Ach, okay. Wie viel haben wir denn davon? 8 Stück, sehr schön. Ja, komm, du kannst dich ruhig mal heilen. Mir nach, mir nach! Das Gebiet ist gesichert und wir haben das Sarin. Danke, Team Rot. Ah, okay. Da haben wir das Level jetzt auch geschafft. Das kam jetzt gar nicht so lang vor, aber wir hingen jetzt scheinbar doch schon über eine Stunde dran. Also das ist, ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Connors? Sherman? Army Commendation Medal verliehen. Oh, sehr schön. Die werden befördert. So, machen wir weiter, speichern ab. So. Ich weiß schon gar nicht mal, wie viel Level das überhaupt ist. Ich glaube, 6. Also, 3-mal haben wir schon aufgenommen. 6 Level. Da war das jetzt wahrscheinlich das 7. Level, keine Ahnung.
Weiter. Sollen wir dann los? Ja. Ich habe die schmutzige Bombe analysiert, die ihr in Seoul gefunden habt. Statt der strahlungsarmen Isotope aus Krankenhäusern und Universitäten enthielt sie Plutonium. Plutonium? Wo haben die das denn her? Plutonium dieser Art kommt aus der ehemaligen Sowjetunion. Der Reaktor von Tschernobyl ist seit den 80er Jahren deaktiviert. Aber der in Chernitzka lief noch bis vor ein paar Jahren. Sie müssen diesen Reaktor ein für alle Mal stilllegen. Dr. Franklin wird Sie bei diesem Einsatz begleiten. Noch Fragen? Der Reaktor von Chernitzka stammt aus den 50ern. Er wurde 2003 von der Ukraine aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Jetzt scheint er wieder aktiv zu sein. Tschetschenische Rebellen stehlen hier Plutonium. Verhindern Sie, dass die Tschetschenen noch mehr Plutonium entwenden. Finden Sie zuerst ein Überwachungsterminal und überprüfen Sie den Status des Reaktors. Dr. Franklin hilft Ihnen, sobald der Bereich gesichert ist. Er wird den Reaktor wieder sichern. Hört mir mal zu. Strachan, unser Geheimdienstoffizier, ist auf der Flucht. Die Sicherheitsleute haben heute Morgen ihre Nachforschungen gestartet. Strachan geht pinkeln und kommt nicht mehr zurück. Unser Verräter. Auch gut für den Wichser. Ah, toll. Noch so ein scheiß Himmelfahrtskommando. Kann's kaum erwarten. Okay, ja, hat jetzt gerade mal noch ein Stück Wasser getrunken. Ja, währenddessen ist das Mikrofon hochgeklappt. Ich denke mal, so 3 Level werden wir wahrscheinlich heute schaffen. Kommt drauf an, wie wir vorankommen. Das nächste Level sah jetzt gar nicht ganz so groß aus, aber gut, man kann sich auch irren. Okay, hier haben wir noch ein bisschen was zum Lesen. Aus diesem Atomkraftwerk stammen die radioaktiven Isotopen, die wir in Südkorea sichergestellt haben. Es scheint so, als ob die Tschetschenen hier Plutonium gestohlen und es an andere Terrorgruppen verkauft haben. Sichern Sie das Atomkraftwerk und verhindern Sie, jetzt bin ich verrutscht, dass noch mehr Plutonium von dort abhanden kommt. Finden Sie ein Überwachungsterminal und überprüfen Sie den Status des Reaktors. Dr. Franklin wird per Helikopter zu Ihnen stoßen, um das Kraftwerk zu überprüfen und wieder sicherzustellen. Dr. Franklin, ich glaube, dass der war schon mal im ersten Teil mit dabei. Wir wollen nicht im Dunkeln leuchten. Ah, ich höre schon wieder einen Panzer. Ja, ich will wieder weg. Okay, wir haben wieder neue Waffen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Nein. Ja, komm, ich würde sagen, wir machen erstmal mit Sherman wieder.